Hallöchen Total War Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Total War Pharao. Ramses der Eroberer stets ist bereit. Wieder unterwegs. Oh. Der hat hier auf jeden Fall Verschleiß, wenn wir darüber gehen würden. Kann ich eigentlich mit dem Boot fahren und dann hier noch landen? Also ich hoffe mal. Was ist das da? Wellen der Shacklash. Was steht denn hier bei Ereignissen? Da müssen wir mal glotzen. Seestürme entlang der Küste. Unterägyptens und Sinai wurde verwüstet. Oh Mann. Da! Da brennt's doch auch. So, jetzt sind wieder zwei Tauschabkommen abgelaufen. Kann ich hier irgendwas gucken? Die Schriften nennen unterschiedliche Namen. Sekles, Shikalayu, Shakalusha. Doch alle sprechen von einer einzelnen Insel, die sich irgendwo tief im Westen befindet. Das Volk, das von diesem entfernten Ort stammt, besteht aus barbarischen Plünderern. Sie rauben Tempel und Städte aus und nehmen alles mit, was von Wert ist. Die Shekrische sind gierig und greifen bevorzugt Siedlungen mit Kulturzentrum an. Mehrere sehr starke Armeen wurden gesichtet. Aha! Aber doch nicht etwa irgendwo bei mir, oder? Kurz das Reich abgucken. Irgendwo hier auch ein Schiff von denen? Eine Insel tief im Westen. Es hört sich echt interessant an. Jetzt, wenn man die hier irgendwo, wenn man ein Schiff losbrettert, dann deren Hauptsiedlung noch vernichten könnte. Ja, aber auch unheimlich viele offene Aktionen. Mach mal an den Hof. So. Was war das nochmal hier bei dem Wesir? Genau, die Verbindungen. Drei Hofaktionen. Ob ich das mal nehme? Komplott gibt's gerade nicht. Warum verlieren wir eigentlich jede Runde minus ein? Wahrscheinlich, weil wir gerade im Krieg sind, ne? Jede Runde einmal Legitimation weg. Müssen wir den Krieg mal schnellstens beenden. Ich gönn mir den. Bei einem Wilden um Hilfe betteln, was? Jetzt haben wir vier. Was gab's hier nochmal für Anfragen? Genau, das war das mit dem Profit aus den Minen. Das wollte ich jetzt nämlich mal nehmen. Tratschen? Ägypten ist stärker, wenn seine Tratschen? Kinder vereint sind. Jetzt haben wir schon 60. Profit aus den Minen erzielen. Ich hoffe, ihr werdet meine Güte nicht vergessen. Und eine haben wir immer noch. Komplott geht wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Ich habe nur 41 Chancen, ey. Kein Bock, schon wieder Legitimation zu verlieren. Nö. Dass er im Moment nicht da ist, das ist irgendwie scheiße. Komm, dann tratschen wir hier nochmal, bringen den nochmal auf 20. Das ist der Respekt, den ich verdiene. Toll. Amen, Messe gegen den Schatzmeister. Jetzt habe ich aber keine Hofaktionen mehr. Also, das haben wir schon mal. Zum Anführer geboren. Wenn ich hier nicht direkt rüberkomme, dann kann der hier doch direkt auch nicht angreifen. Okay, es sind doch nur 10. Die haben hier mit der Belagerung auch aufgehört, ne? Boah, hier hätten wir auch Tempel. Hier sogar angezeigt, ey, Stufenpyramide. Fürchtet mich. Oh. Wo würde denn der lang gehen?
Ich komme nur bis da? Die Reise geht weiter. Das ist ja voll ätzend. Wieso komme ich da nicht rüber, ey? Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Ich nehme das jetzt hier mal. Mal gucken, wie weit das Vermächtnis ich da ist alles. Marsch bereit machen, Männer! Geht der auch hier rum? Also müssen wir anscheinend erstmal aufs Wasser. Ah, warte mal, hier würde er da lang gehen. Aha, hier auch noch? Erst wenn man hier irgendwo ansetzt. Komm, fahr mal nach. Es ist so wenig im Weg. 25 haben wir danach nur noch. Sobek wird uns auf unserer Reise schützen. So, ich bin mal gespannt, ob er den noch absetzt. In den Hafen! Ja, wir sind hier noch gelandet. Ich bin unerreicht. Ich will in die Schlacht ziehen. Du marschierst mal schon mal hinterher. Uns steht ein langer Marsch bevor. Tja, gerade so richtig vergrößert hat sich das nicht. Sehe ich das richtig? Ist da eine Straße? Ja, da ist eine Straße. Wir ziehen weiter. So, hier war das Feuer. Sieht man schon, schwarzen Rauchschwaden. Oh, alles kaputt. Oh. Reparieren. Noch irgendwo? Ja, hier ist auch alles kaputt. Oh Gott, und ich habe keine Steine mehr. Und das kostet sicherlich auch Steine, ne? Ja, wir können nichts mehr reparieren. Dann müssen wir doch mal ein bisschen handeln, ja? Also, ich hab... Ach nee, ist wieder irgendwas abgelaufen. Jetzt mache ich doch kein Bronze mehr plus. Dann handeln wir doch nicht. Was haben wir denn noch an offenen Aktionen? Ja, abgelaufenes Tauschabkommen, beschädigtes Gebäude, das ist schon alles. Dann haben wir ja Ramses noch hier oben. Ramses, der Kühne. Den hat schon bewischt. Dann sind wir, glaube ich, fertig. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Da wir da jetzt gelandet sind, ob mich da jetzt jemand angreift. Nee. Man sieht gar nichts. Ich mach das wieder aus. Kann mir nicht vorstellen, dass wir eben die ganze Zeit keine einzige Bewegung. Ja, jetzt geht's auch schon wieder los mit den Bewegungen. Ey, die sind echt stark hier, die Liu-Eindringlinge. Die rollen wahrscheinlich das Land vom Westen her auf, wa? Es ist Horus geleitet.
Und eine neue Bestrebung können wir auch noch wählen. Was haben wir denn jetzt hier? Unterhaltet unterägyptische, oberägyptische Einheiten. Besitzt mindestens 1000 Gold. Dann gibt's Goldprestige. Abkommensbewertung für alle diplomatischen Abkommen bis auf Tauschhandel. Aha. 15 Runden lang. Fraktionsweit. Dann haben wir noch das Recht zu herrschen. Erobert ein heiliges ägyptisches Land. Nee, das will ich erstmal nicht machen. Ich würde jetzt gerne das mit den Menefern noch regeln. Aber auch wenn 10 Runden 1000 Gold zusammenbekommen, wage ich auch irgendwie zu bezweifeln. Doch wieder heiliges ägyptisches Land. Den Menefer da irgendwie platt machen. Ich hatte mir diese Einheiten angeguckt. Ich war nicht so begeistert bis jetzt von denen. Ich nehme doch mal das. Ich hoffe mal, es war eine gute Wahl. Was ist hier jetzt los, ey? Vergessenheit wird nicht mein Schicksal sein. Die sind hier bei mir einmarschiert. Boah, ey. Meine Klinge wo ist gewetzt. Wo ich gerade weg bin. Ne, würde da lang eiern. Eier. Komm ich nicht irgendwie dahin? Also er hat bis hier dann noch nicht mal 50 Bewegungen weg. Der Nil. Das war leider erstmal wieder zurück. Ich könnte sogar noch mal umschalten. Seid stets vorbereitet. Komme ich dann an den noch ran? Für den Ruhm des Pharaos. Du musst auch noch aus dem Marsch. Keine Ablenkungen. Ich gehe, wohin ich muss. Weil ich finde das unheimlich geil, wenn wir noch eine andere Armee damit zuziehen, dass sie sich teilweise dann mitentwickeln. Im Namen der Pflicht. Ich bin gespannt, ob wir da noch rankommen. Ich glaube ja. Dann kriegen wir hier noch einen Fight in der Folge, auf jeden Fall. Ich werde mich beweisen. Nee, da ist er dabei. Das ist prima. Den werden wir jetzt erstmal hier vernichten. Wir sehen uns gleich in der Schlacht. So, dann sind wir soweit. Und hier ist mal was Neues auf der... Also ich glaube zumindest, das sieht aus, als wenn hier wirklich mal so ein richtiger Wald ist. Ich meine, muss jetzt nicht sein, aber das ist halt auf jeden Fall grün. Ja, so viele Truppen hat er nicht. Dreimal Bogenschützen hat er. Gucken wir mal, wie es Wetter wird. Unser General ist besser, unsere Einheiten sind besser. So, in Gluthitze starten. Ja, das sieht hier ganz ehrlich richtig schön grün und so. Ey, toll, geil. Mal einmal warten. Oh, Gluthitze und Sandsturm. Will ich jetzt nochmal warten, wenn ich Pech habe, dann ist der Sandsturm hier. Boah, es ist trocken und danach Gluthitze. Das ist ja noch in Ordnung, ja. Die verlieren wenigstens nicht so viel Truppen. Geil, ey. Immer richtig grün hier alles. So, unsere Verstärkung kommt von da. Trag den Kampf zu diesen Wilden aus der Wüste. Bin ja mal gespannt, ob er überhaupt angreift. Ihr mal, bam, mal weg. So, in der Mitte postieren wir die normale. Ich werde meine Stärke beweisen. Also sollte er angreifen, diese Stellung hier ist schon mal ziemlich geil. Habe ich alle markiert? Nein! Ich
Verirrter. So. Ihre Ausbildung reicht nicht aus, um gegen uns zu bestehen. Ein Tick mehr. Ah, es geht nicht mehr. Noch mal ein bisschen weiter da ansetzen. Die brauche ich jetzt rein theoretisch gar nicht mehr. Als Angreifer, weil dafür habe ich jetzt bessere Truppen. Ich werde meine Klinge mit Stammesblut tränken. So, unser Speerwerfer mal dahinter. Joa, ich strebe nach oben. Quasi alle drin. Ja, da haben wir ja noch unseren schönen Streitfahren. Können wir vielleicht dann später die Bogenschützen von hinten erwischen? Ja, dann haben unsere beiden harten Eingreiftruppen. Die bringe ich mal auf die Flanken. Nein, das sind die Streitwagen. Die hier. Diese Männer sind doch nur erbärmliche Räuber! Da kommt keiner rüber. Kommt die Truppe mal dahin. Oh, dann können wir starten. Auf in die Schlacht. Mal gucken, ob er angreift oder ob wir angreifen müssen. Marschiert zwar im Moment. Kann natürlich auch sein, dass er nur eine bessere Stellung sich holt. So. Der ist auch da. Kommt mal erstmal mit hier ins Zentrum. Ich glaube nicht, dass er kommt. Oder? Jetzt kommt doch Bewegung ins Spiel. Können wir mal ein bisschen schneller machen. Es kommt auf der Seite der Bogenschützenball. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die hat er alle hier. Er marschiert die jetzt straight auf meine Wagen, oder was? Dann hau ich ab. Und dann? Oder will er hier nur die Posi einnehmen? Na, es sieht aus, als wenn er... Und jetzt kommt er doch. Mach hier auch mal Plänkeln aus. Ja, komm, seine. Das müssten die Bo. Nee, Wüstenläufer. Ah, hier. Oh, nee, auch nicht. Da. Ja, und mal langsamer. Ich hab die ganze Zeit vergessen, auf langsam zu machen. Söhne Ägyptens! Von der Seite. Los! Weiter marschieren! Unsere Feinde kommen näher! Wir marschieren! Bewegung! Vorwärts! So, schön mal hier die Bogenschützen angreifen. Schützen! Feuer! Infanterie in Bewegung! Ihre Schleuderer haben es auf uns abgesehen! So, die sind schon da. Für ewigen Ruhm! Angriff! Schwertkämpfer! Angriff! Alles für Ägypten! Angriff!
Schwertkämpfer! Schießt sie ab! Ja, ihr auch mit rein hier. Angriff! Söhne Ägyptens! Lauf, Brüder! Hier geht mal in den Nahkampf. Aus nächster Nähe! Da geht doch hier überall die Lampen an! Ich werde hier nicht sterben! Das ist unmöglich! Ja, die hier vorne angegriffen haben, haben wir schon alle. Müsste ja eigentlich gleich Sieg eingeblendet werden. Mögen die Götter uns retten! Da ist es soweit. So, jetzt so viele mitnehmen, wie es nur geht, damit die Armee sich auflöst. Was ist mit denen hier hinten? Ich glaube, die nehmen wir als erstes. Wir brauchen noch unbedingt eine Streitwagen-Einheit in so einer Armee. So, du mal da hinterher. Wie lange haben die noch? Ja, der Kartenrand ist noch relativ weit weg. Ja, die eine Mejau-Einheit hat schon schwer gelitten. So, jetzt nehmen wir unsere Fernkämpfer. Feuer frei schon mal aus. Nahkampf. Erstmal die Bogenschützen, die sind schneller. So, ihr verfolgt die. Ihr verfolgt die. Da hinterher. Da hinterher. 43, 64. So, da geht es noch munter weiter. Ich will hier alles erwischen, wenn es geht. Oh, die beiden. Nein. Dahinter. Es ist ein bisschen unübersichtlich. Ich lasse ihn mal erstmal ein bisschen laufen. Nein! Bei den Göttern, nein! Der Ruhm ist unser! Ja, die Wagen sind unterwegs. Ja, die kriegen wir sicher. Oh, warte mal. Nicht, dass sie irgendwie noch eigene Leuchtkämpfe machen. Feuer frei aus. Ägyptens Großartigkeit obsiegt! Es gibt nichts Süßeres als ein Tier. Wir haben alle schon angehalten. Ruhmreiche Schlacht! Der Sieg stand nie in Frage! Stehen wir nur schon auf. Ich werde zur Legende! Es gibt keine Hoffnung mehr! Unsere Macht ist unerschütterlich! Schwertkämpfer! Seht die Macht Ägyptens! Zerquetscht sie! Die sind immer noch nicht weg. Schützen! Erledigt sie! Zerquetscht sie! Welche Bogenschützen waren das? Ins Gemetzel! Söhne Ägyptens! Die mal, auf die hier. Hey, ist über unseren Sieg erfreut. So, die sind fertig. Das ist schön. Das ist unsere schnellste Einheit. Warte mal, nimm mal die hier mit. Ihr werdet untergehen! Die müssten eigentlich die Bogenschützen hier alle noch erreichen. Bogenschützen! Tötet sie alle! Tötet sie alle! Hey ist über unseren Sieg erfreut. Uns kann niemand schlagen! Seht die Macht, die kriegen wir auch noch alle.
Wagen macht sie platt. Wir kämpfen ein andermal. Brecht sie! Die eine ist schon weg. Brauchen wir unsere Wagen hier hinten noch? Der Sieg stand nie in Frage. Nicht unbedingt. Ohne zu zögern. Ja, die sind sowieso schon auf dem Weg. Es gibt nichts Süßeres als einen Triumph. Dann bin ich ganz ehrlich, können wir wahrscheinlich schnell machen, ne? So, ja, alle. Schwertkämpfer! Die ist auch schon weg. Noch ein Triumph für Ägypten. Wunderbar, Vollgas. Kriegen wir, oder? Ja, wenn nämlich die komplette Armee vernichtet. So ist es. Wunderbar, ey. Wie viel wir verloren haben, das seht ihr gleich. Niemand wird uns je besiegen. Ach, gerade mal 65 Leute verloren. Oh, ist ja schön, ey. Er hat alle verloren. Ja, wir können auch ein bisschen auffüllen bei uns. Oh lala, 16% oder was? Ne, 18 sogar, meine Augen. Lasst sie arbeiten. Dann dürften wir ja eigentlich nicht viel verloren haben, ne? Stolzer Sohn Ägyptens. Also, der hat sich wieder entwickelt. Ah, der Stolzer leider nicht. Stolzer Sohn Schade. Ägyptens. Aber es war immerhin halt, ne, der, den wir damit für extra zugezogen haben. Für den Ruhm des Pharaos. So, ne. Gucken wir doch mal, was wir dir hier als nächstes geben. Na, ich werde hier, glaube ich, erstmal wieder die Defensive weiter pushen. Ja. Alles vergeben, ey. Wir müssen mal irgendwelche neuen Sachen bekommen. Das wäre so unheimlich toll. Ja, und dann in der nächsten können wir ja dann den schon vergeben. Dann haben wir die beiden erstmal schon mal wieder voll. Ramses. Aha, was haben wir denn hier? Qualitätssense, Wachstum der Arbeiterschaft, Nahrung, Unterhalt, minus 10. Das ist ja erstmal eigentlich gar nicht so schlecht. Gibt's aber nichts. Der führt ja gerade, ne? Die 20. Und hat halt Unterhalt Nahrung reduziert. Das ist wunderbar. So, mal. Zu einem guten alten Ramses. Das Schicksal ruft mich. Und ich werde antworten. So, da du gerade in der Nähe bist, gönnst du dir den Bonus kurz. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall nochmal Streitwagen. Die sind so gegen die feindlichen Bogenschützen echt geil. Götter, hört meine Stimme! Nicht nachlassen! So, Zack. Ich werde die Größten hinter mir versammeln. Ja, da haben wir die Bank. Schatzen Streitwagen. Antwortet dem Ruf des Schicksals. Zum Anführer geboren. Fürchtet mich. So, da geht erstmal nicht viel. Macht euch bereit, Männer. Aber marschier mal schon mal ein bisschen in die Richtung, dass du hier wieder diesen Bonus mitnehmen kannst. Abmarsch. Ich sehe erstmal nichts in der Nähe. Dann machst du dich hier bereit erstmal für den Kampf. Uns steht ein langer Marsch bevor. Er kommt schon ran. Oh, da quasi Ramses ja auf dem Weg ist.
tauschen wir die beiden mal aus. Dann holst du weiter Truppen. Keine Rast! So, wie viele Steine haben wir denn? Können wir jetzt den Rest reparieren? Naja, 201 wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Du, nee, nicht mal ansatzweise. Also hier gehen sie schon weg. Jetzt machen wir wieder so unheimlich viel Bronze plus. So, das konnte man noch reparieren. Das war aber auch schon alles. Dann gehen wir mal. Das Horusgeleit muss beginnen. Der Pharao befiehlt es. Amen Messe hat den Schatzmeister erfolgreich bedroht und er ist jetzt auch weg. Und da hatte ich ja meine Pushes draufgegeben, ne? Ja, super. Danke für nichts, ey. So, ja, ich kann es mir halt nicht leisten. Also darf ich da selber nicht rein. Kostet aber auch viel Gold. Tempelerbauer und Frömmigkeit, dann gibt es mehr Gunst der verehrten Götter. Ich pushe erstmal wieder den hier. Tratschen. Gut, gut. Nur und zu. Nochmal tratschen. Haben wir schon wieder unsere 40 zusammen. Und haben noch ein paar offene Aktionen. Naja, bauen können wir sowieso nicht. Naja, beschädigtes Gebäude und Tauschabkommen abgelaufen. Dann handeln wir nochmal. Wer braucht denn von euch Bronze? Stolz, gebt mir einen Kampf. Der und hätte Steine. Steine können wir im Moment eigentlich ganz gut gebrauchen. Ceti? Ihr habt an eurem Kampfgeschick gearbeitet. Das merkt man. So, wir geben dir mal 50. Wie viele Steine würdest du dafür raushauen? 100? Okay, da ist vorbei. Aha. Ist sogar nochmal nach oben gegangen. Könnt ihr aber leider keinen mehr draufballern. Gold wahrscheinlich erst recht nicht. Oh doch, Gold geht einer. 10 Runden. Und das sind 1400 Steine. Komm, den nehmen wir. Gut, dann sind wir hier fertig. So, hat denn jemand noch Gold abzugeben? Für den Ruhm des Pharaos! Und braucht Bronze, so wie der hier? Was für eine Vereinbarung schwebt euch vor? Du kriegst mal 80. Für Gold knallst nah raus. Boah, 20 schon mal geil. Immerhin 40. Mehr Runden hat auch nichts gegen. Können wir ihm noch irgendwas rauskitzeln? Ein paar Steine. Das nehme ich auch noch mit. Gewiss doch. So. Das soll es aber hier für die Folge gewesen sein. Die Runde abgeschossen, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Da müsst ihr dann wieder für einschalten. Bis dahin, bis denne und ciao.